Die Banane, ein Nährstoffbomb für deinen Körper. In Deutschland ist die Banane eine der beliebtesten Früchte mit 11,5 Kilogramm Verbrauch pro Jahr bei jedem Verbraucher. Glück hat man sicher auch dazu, was man sicher die eine oder andere Banane schon verdrückt. Ich übrigens auch. Spannende Fakten zur Banane. Sie sagte 11,5 Kilogramm Verzehrung in Deutschland, das ist doch echt heftig, nicht wahr? Das sind ungefähr im Jahr so, wie viele Bananen sind das so? Ja, je nachdem, wie gerne man Bananen mag, so denke ich mal so 50, 60 oder so 100 Bananen. Also bei mir sind es sicher so 100 Bananen pro Jahr. Da ich ja wöchentlich Bananensmoothies mache, Bananen ist da halt die Basis, damit es auch sämig und lecker schmeckt. So 11,5 Kilogramm, das ist schon das pro Jahr und pro Kopf in Deutschland, das ist schon eine Hausnummer. Die Bananen sind krumm, das ist natürlich klar, und sind gelb, aber die Bananen sind nicht krumm, weil Affen sie krumm biegen. Das ist ein weit verbreitetes Gerücht, denn die Affen, die schälen die Banane halt auch so wie wir und verschlubbern sie dann. Die Banane ist krumm, weil sie sich der Sonne zubewegt, damit die auch reif wird und dann lecker und süß schmeckt. Das ist das Geheimnis der krummen Frucht, der Banane, weil sie krumm ist, weil sie sich der Sonne zubewegt. Welche Bananensorten gibt es? Weltweit gibt es 1000 Bananensorten. Sogar rote Bananen gibt es. Die rote Banane ist sehr cremig, allerdings auch sehr teuer und selten zu bekommen. Und hauptsächlich wird zwischen der Gemüsebanane, Obstbanane und Kochbanane unterschieden. Die Kochbanane muss man erst kochen, wie der Name schon sagt. Und die ist auch nur gekocht genießbar, wie halt auch eine Kartoffel. Und was das Thema rote Banane angeht, die bekommt ihr in Deutschland nur sehr selten und ist auch eher teuer. Und falls ihr mal so eine Banane seht, eine rote, dann schlagt zu und genießt sie. Ich selbst werde das auch mal machen. Ja, und 1000 Bananensorten ist schon beeindruckend für so eine Frucht, die auch so lecker schmeckt und gut zu Smoothies und Obstsalat etc. Also die Banane ist ja vielseitig. Die größten Bananenproduzenten. An erster Stelle ist Indien mit 30 Millionen Tonnen pro Jahr, danach folgt China und an dritter Stelle Indonesien. Die größten Exportnationen für Bananen sind Costa Rica, Ecuador und Kolumbien. Die größten Bananen der Welt sind Chiquita, Fives, Fresh Del Monte und Dole. Was du beim Kauf der Banane beachten solltest: Die Banane sollte grün sein und nur minimale braune Stellen aufweisen. Nach dem Kauf solltest du die Banane am besten aufhängend lagern und nicht den Früchten, anderen Früchten wie Äpfel, weil das kann den Reifprozess ziemlich beschleunigen. Ja, und wenn du die Banane aufhängst, da vermeidest du nämlich, dass da Druckstellen stehen. Und das hier und im Kühlschrank, das wird sich gar nicht an, weil wird die Banane ultra schnell braun und das wird dahinter Flüssigkeit enden und das ist nicht so top. Zusammengefasst, wenn du die Banane gekauft hast, häng die Banane auf und vermeide es, sie im Kühlschrank aufzubauen, weil im Kühlschrank wird die Banane schnell braun, überreif und du solltest sie auch nicht neben anderen Früchten legen, wie Äpfeln oder auch nicht eine Abdeckung, weil die Banane braucht Luft, um zu reifen. Ja, und das sind meine Tipps zur Belagerung. Die Banane ist schnell energieführend und wichtig für deinen Elektrolythaushalt. Als Schnecke unterwegs, zum Beispiel auf einem Zumba-Fitness-Event, während einer Radtour oder jede andere Aktivität, die du unternimmst, bietet dir die Banane für kurze Zeit die notwendige Energie. Je reifer die Banane ist, desto süßer ist sie und desto schmackhafter schmeckt sie auch. Weil nämlich je reifer die Banane ist, desto eher wird der Stärkeanteil minimiert und die Stärke wird während des Reifprozesses in Zucker umgewandelt. Und wenn du die Banane für Snack unterwegs haben möchtest, dann achte darauf, dass die Banane wenig Baustellen aufweist. Fazit: Ich liebe Bananen, da ich sie auch täglich esse, und zwar ein bis zwei pro Tag. Die verwende ich meistens für meine Smoothies, verwende ich mit Zutaten aller Art, wie zum Beispiel halt
wie zum Beispiel halt rote Früchte, Kiwi, Apfel etc. Und auch mal für Zumba-Events, dann nehme ich halt ein, zwei Bananen mit. Damit habe ich schnell Energie. Auch für Radtour auch ab und zu nehme ich Bananen mit. Ja, und als Snack ist sie auch so wunderbar. Ja, ich empfehle euch auf jeden Fall, zu Bananen vorrätig zu halten, weil die sind lecker und süß und köstlich. Ja, und das war es mit meinem Artikel. Und ich habe dieses Audio auch zum Artikel verlinkt. Ja, und wenn euch das Audio gefallen hat, Daumen hoch, wenn es nicht, Daumen runter. Und dann bis zum nächsten Mal, Tanzbitis.